zusammen und willkommen. Die Nachbarsbauern sind wieder hier am Start und ja, mit mir wie immer ist der Andi und ich gucke gerade hier, ich stehe hier am Shop. Ich will nämlich jetzt was verkaufen hier und neu kaufen. Was? Neu kaufen? Ja, ich hatte ja schon angekündigt, ich will mir einen neuen Traktor kaufen. Ja, mein schöner Gacki-Spielt-Traktor. Tschüss. Oh, ciao. Verkaufen. Kommst du da mal kurz vorbei und zeigst mir mal dein... Ich komme dann vorbei, ja. Wow, ich muss mir aber erstmal noch ein bisschen Geld leihen, weil das... Wir machen es anders, Gacki. Ich komme vorbei. Oder so. Ja, das dauert aber noch ein bisschen. Ich muss jetzt erstmal konfigurieren, das Teil. Ich muss auch erstmal hochfahren, weil ich sehe gerade, Herbizid ist leer. Achso, oh, das passt ja. Ja. So, wir nehmen den, wir nehmen die. Ich habe mir den ja schon mal so ein bisschen angeguckt, wie ich ihn denn gerne haben möchte. Wie du. Das in so und die Felgen. So, so. Vielleicht doch anders. Nee. Dann machen wir. Ups. Hier, tipp. Und das machen wir auch in Orange. Orange. Wird's ein Orange, Traktorius. Ja. Ich hasse diese kleinen Kennzeichen. Auf der alten Großes. Nein, nicht so. Kann der auch eins malen, wenn du mit. Nee, die untere Zeile hat, glaube ich. Mal gucken. Ah, müssen wir das nochmal machen? 1, 2, 3, 4. Gucken, ob es jetzt passt. Ah ja, so geht das gut aus. So geht das gut aus. Oh, sieht das gut aus. Ein wunderschönes Deutsch, das du hier offenbarst. Ja. So. 443.700. Glockel. Sind da mir erschienen? Ja. Hi. Er hat aber ganz schön viel Gewicht hier hinten drauf. Warum braucht denn der so viel Gewicht? Oh, ich dachte, falls du mal wieder Silo walzen musst, habe ich gleich mal 3,4 Tonnen draufgepackt. Okay. Ja, dann weiß ich ja, wer dann mein Silo walzt. Hm. Und wir werden gleich mal ein Experiment machen, wenn du wieder wegfährst. Ja, da darf ich auch mal kurz... Nur mal gucken. Ja. Ist eben das Schöne, dass man den eben mit Frontgewicht oder eben mit Zapfwelle und Dreipunktaufnahme konfigurieren kann. Ja. Das Teil, ne? Ja, alles gefällt mir auf jeden Fall. Mhm. Und der hat auch eine Zapfwelle, sagst du? Wo ist denn die? Da, ist versteckt. Ja, die ist wirklich ein bisschen versteckt, so seitlich. Ja. Aber der hat gar keine Luftdrucksensoren dran. Nein. So, jetzt lad mal deine Sachen auf. Ich will gleich mal was ausprobieren. Okay. Wenn du wegfährst. Du mich wegschieben kannst? Nein. Hab ich. Ja, dann fahr mal, wo auch immer du hin willst. Mal. Fährst du rückwärts? Ja.
Das ist doch cool. Ich fahre rückwärts schneller wie du vorwärts. Ja, gut. Aber soll ich dir sagen, woran das liegt? Woran? Ich weiß gerade nicht, wie ich es machen kann. Der hat die drehbare Kabine. Und dadurch fährt er quasi vorwärts wie rückwärts gleich schnell. Ja, aber bei mir schaust du in meine Richtung. Ja, ich habe die Kabine nicht gedreht, weil ich die Tastenkombination irgendwie nicht finde gerade. Ah, okay. Aber ich wollte eben auch zeigen, dass man richtig rückwärts auch schnell fahren kann. Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich den das erste Mal getestet hatte. Na gut. Macht ja auch jeder mit 50 rückwärts fahren. Das ist völlig normal. Oh, auf jeden Fall. Ja, ja. Ah, jetzt habe ich 530 PS hier. Ah. Ja, da pulvert das halt Kohle raus. Da ist mir ja der Sieg in der Bilanz schon fast sicher. Ja, gar nichts mehr schief gehen. Aber irgendwie sieht der Anhänger jetzt ziemlich klein aus an dem Traktor. So. Gucken wir mal hier in die. Oh Gott, in der Innenperspektive ruckelt das wieder. Ja, Gaspedal, das funktioniert. Das ist das Wichtigste, das Gaspedal. Ja, oh Gott, ich bin ein bisschen verschwenderisch mit unserem Herbizid um. Aber gut. Wir gönnen uns einfach mal. Wir können es uns ja leisten. Ich meine, ich habe ja schließlich 35.000 auf dem. Genau, und ich werde gleich noch den Zuckerrübenkeller bauen. Ah. Das war ja auch noch so der Plan, eigentlich schon letzten Freitag. Oh ja, den muss ich auch. Dann können wir nämlich mal die ganzen Zuckerrüben von hier umlagern. Ich habe keine Zuckerrüben mehr zum Umlagern, also von daher, wenn dann, ist es erst wieder was im Herbst, wo das zum Thema wird, wenn steht. Mhm. Aber da haben wir ja noch ein paar Tage Zeit. Das stimmt wohl. So, aber dann können wir doch mal kurz hier rüberfliegen. Silos. Ich wollte den Keller bauen, genau. Nee, halt, da bin ich zu weit. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo wir den hin platzieren. So, nochmal. So, was soll denn? Ist die Frage. Du hast nicht genügend Geld, genau. Ja, ja. So ist das. Da kommt der verschwenderische Lifestyle wieder raus hier. Moment, der hat hier. Okay, ne, der hat da einen Trigger. Der hat. Hä, wieso hat der drei Trigger? Ich bin hier verwirrt. Drei? Also wenn ich mir das hier so angucke, hat der links vorne und rechts am Förderband. Das sind zumindest orange, gelb-schwarze Markierungen. Ich schau mir das auch mal mit. Wir können den ja... Ich hätte mir den vielleicht vorher mal angucken sollen. Den ist einfach hier oben hin. Da ist der Boden schön krumm, das ist ideal, habe ich gehört. So, Augen zu und durch. Zack. Zack. So. Es ist auf jeden Fall was gebaut worden. Gucken wir gleich mal.
Ja, ich komme. Den gucke ich mir auch an. Der hat mir schon gefallen. Ich bin auf dem Weg. Oh Gott, ja. Mit 50, auch gleich. 50 mit Anhänger rückwärts fahren ist nicht so gut. So, ich stell den mal hier ab und dann packen wir mal die schnellen Laufschuhe aus und dann. Hat er das jetzt gebaut? Hast du das gebaut bei dir auf dem Hof? Ja, so. Bei der Einfahrt oben bei dir, rechte Seite. Ja, ich habe bei der Zuckerfabrik. Au, au! Au! Player Speed mal ein bisschen runternehmen. Farm on. So, wo ist denn hier die Fahrt? Hä? Ja, hier wo ich bin. So, Handgerät wechseln. Türe öffnen. Okay. Türe geht auf. Okay. Ah, da ist der Keller. Aha. Licht anschalten. Da steht dein Fahrrad doch, Kaki. Installieren Sie die Abdeckung. Okay. Was installieren Sie? Achso. Hier. Hm? Wollen wir? Ja, geht auf und zu. Installieren Sie die Rutsche. Wo ist... die ist jetzt hier. Da kann man abladen. Deswegen ist da noch ein Trigger. Und hier ist dann vermutlich... Installieren Sie das Förderband. Zack. Ja, cool. Das heißt, zum Abladen werden wir das Förderband wegmachen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Das ist ja schon cool, ne? Der ist wirklich nett gemacht. Jetzt mal gucken, ob das wie schön das animiert ist. Ja, ich bekomme ein Abladesymbol. Ja, gut. Das heißt, dann macht man praktisch nachher die Rutsche weg, kann das Tor zumachen, baut das Förderband hin und kann dann abholen. Das ist cool. Oh, der Atze hat gesagt, er will uns was zum Essen vorbeibringen. Das ist nett von dir. Das ja, sehr, sehr gut. Ja gut, ein bisschen Platz haben wir noch. Das heißt, jetzt muss ich vermutlich nur irgendwie gefühlt 100 Mal fahren, bis die ganzen Zuckerrüben weg sind. So, und während der Kaki da 100 Mal hin und her fährt, warte mal, ich mach mal. Gehe ich noch ein bisschen Unkraut vernichten. Oh, mach das. Ui! So, jetzt hier noch ein bisschen anpassen. Ja. Wieso lädst du nichts mehr hier, Förderband? Ja, vielleicht so, müssen apropos wir... Apropos Förderband laden, das ist eine sehr gute Idee. Wieso kann ich jetzt da nicht steigen? Besuchen. Wollte ich gerade losfahren. Aber... Er tut nicht. Warum tut er nicht? Weil das Förderband sich wieder alleine bewegt hat. Das ist hervorragend. So. Okay, das funktioniert. Lädst du auch ab. Jetzt lädt er ab. So, bitte einmal voll machen. Das wäre mir wichtig. So. Was denn? Ja, rückwärts fahren mit Anhänger und Allradlenkung ist auch nicht so einfach. Ja, und das Schöne ist, den Xerion gibt es eben auch mit Kettenantrieb.
Oh. Aber die wollte ich nicht, weil du bei dem Kettenantrieb die Felgenfarbe nicht ändern kannst. Das ist natürlich ärgerlich. Die gibt's halt nur in Glasrot. So, aber wir werden hier mal zusätzlich, glaube ich, mit dem Schäufelchen mal noch ranfahren. Den Acker baue ich, dann habe ich's. Das wird doch ganz schön knapp hier mit der Zeit hier mit Unkraut vernichten noch. Ui. Boah, schaffst du. Ah ja, ich denke schon. Der Acker ist zum Glück relativ klein. Vielleicht vorher vom Gas gehen sollen hier. Naja. Dann haben wir auf jeden Fall das Unkrautproblem erstmal erledigt. Sehr gut. Aber an Stellen, so, wo ich jetzt kein Unkraut habe, wächst dann nochmal Unkraut? Kann das sein oder wie ist das? Nee, du kannst ja quasi auch präventiv Unkraut spritzen, das geht ja. Ja, mache ich ja gerade. Das heißt, aber da, wo du gespritzt hast, wird auf den Feldern wird auch nichts mehr wachsen dann. Okay. Weil, ich meine, du siehst ja teilweise, wo quasi das Unkraut wachsend ist, da verändert sich ja das Feld ja schon, weil vorher gedüngt war. Und jetzt ist quasi die gedüngte Farbe wieder weg. Aber da ist halt Stellen, wo die gedüngte Farbe nicht weggeht, weil quasi noch kein Unkraut wachsend war. Aber das sollte eigentlich funktionieren. Ups, so. So, theoretisch müssten sich ja dann eigentlich Bunker jetzt wieder einigermaßen füllen. Meine Fermenter bekommen keine Silage ab. Das ist schlecht. Obwohl der Bunker jede Stunde leer wird. Okay. Da muss ich mal bei mir reingucken. Ja gut, mein Bunker ist leer und mein Fermenter ist halb leer. Also ich bekomme es nicht ab. Aber wo geht's hier denn dann? Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, Gacki, wir müssen dann doch nochmal hier kurz den Server neu starten oder sowas. Das ist jetzt die Rache dafür, dass du neulich so viel Mist produziert hast. Jetzt wird der Silage abgezogen. Ja, aber den Mist habe ich ja gar nicht bekommen. Das war ja nur fiktiver Mist. ja, Kisu, das wird wieder lustig morgen, denke ich mal. Oh Gott. Wir können es ja vielleicht beim nächsten Stundenwechsel kurz beäugen, wenn du möchtest, aber... Oh. Ich habe jetzt schon zwei da einmal aufgefüllt, weil ich gesehen habe, dass ich auf 20.000 Liter unter bin und jetzt bin ich auf 17.000 Liter. Und so viel Silage haut ihr dann doch nicht aus. Oh. Ja, da komm ich dann mal zum Stundenwechsel in deinen Hof rein am besten. Dann gucken wir uns das mal an. Tun wir so. Ja, aber ich würde sagen, das werden wir vermutlich nicht in die Folge bekommen. Wir sind nämlich mit dieser Folge schon wieder fertig. Das ist der Wahnsinn.
bisschen was gemacht und schon wieder vorbei. Also, morgen 12 Uhr, ihr kennt das, geht's weiter. Schaut da wieder rein. Ja, und sonst Däumchen, Kommentare und so weiter. Es sind immer gern gesehen. Also, macht's gut und bis dahin. Tschüss, liebe Leute. Außer ihr wollt alles live und in Farbe sehen, dann live auf Twitch auf den Link klicken, dann seid ihr mit dabei. Bis dann. Tschüss.